Herzlich willkommen in unserem Zuhause auf Rädern. Jedes Ding hat seinen Platz. Hier haben wir unser Wasser stehen. Hier haben wir unseren Kühlschrank. Nicht mehr so viel drin, weil leider ist morgen die Zeit schon zu Ende. Den Kühlschrank können wir auch während der Fahrt an den Strom tun, damit es gekühlt wird. Die ganze Zeit. Hier bewahren wir Flaschen auf. Das ist unser Wasser für die Hände zu waschen. Und unsere Thermoskanne, in der wir am Tag immer heiß Wasser für Kaffee haben. Hier an die Armlehne vom Fahrersitz hängen wir immer unseren Müllsack, damit man immer weiß, wo der ist. Hier haben wir sogar eine Spüle, total praktisch. Wie zu Hause. Mit Abfluss nach unten. Unser Herz. Hier hinten lagern wir die Flaschen bzw. unsere Kaffeetassen. Den Herd braucht man hier nur runter tun, dass das Gas angeschlossen ist, anstellen. So dass wir immer und überall kochen können. Hier haben wir griffbereit unseren Kaffee, unseren löslichen Kaffee, weil Kaffeemaschine haben wir keine. Unseren Besteckkorb. Die Utensilien. Das Messer ist von uns, das haben wir uns gekauft. Aber das andere Besteck, die Schere. Den Sparschäler, der Korkenzieher und auch der Dosenöffner war alles im Fahrzeug mit drin, das haben wir mitgemietet. Die Kiste ist unsere Spülkiste, so wenn man zwischendurch irgendwas Schmutziges hat, damit man es auch gut verstauen kann, beziehungsweise während der Fahrt nehmen wir das auch gerne als Lager für andere Getränke, die sonst durch den Wagen rutschen könnten, wenn wir über die Gravel Road fahren. Einmal haben wir Wasser hinten im Kofferraum gehabt. Das ist aufgegangen. Es haben sich 2 Liter Wasser im Auto verteilt. Wollen wir nicht mehr. Daher, kleine Flaschen werden hier drin gelagert. Hier ist unsere Box, wo wir unsere... Also wir haben jetzt hier unsere Frühstückssachen drin. Noch ein großes Küchenmesser, was wir so gut wie nie brauchen. Aber auch das Salz und die Müllbeutel. Hier unten befindet sich ein Wassertank, den man rausnehmen kann. Von jeder Seite oder auch von der anderen Seite. Da muss man das Wasser halt umgießen. Das ist nicht ganz so praktisch, aber es sind halt 10 Liter. Das spricht dann schon für sich. Das ist unsere Wunderkiste. Diese Wunderkiste fungiert gleichzeitig als Tisch. Wir haben einen Campingtisch, aber wenn wir den benutzen, können wir uns hier drin nicht mehr bewegen. Achso, falls ihr wundert, warum der Karton hier unten liegt, das ist unser Teppich. Wir haben einen Teppich, weil am Anfang hat es die ganze Zeit geregnet. Jedes Mal haben wir uns die Feuchtigkeit hier reingetragen. Überall war alles nass. Da ich hier gerne auf Socken oder mit Flipflops laufe, hatte ich jedes Mal nasse Socken. Jetzt haben wir einen Teppich, wenn man mal Feuchtigkeit an den Schuhen hat. Die Pappe saugt das auf und man hat keine nassen Füße. Unsere Wunderkiste.
Hier befinden sich unsere Boxen mit. Die haben wir von zu Hause mitgebracht. Tiefe Teller, flache Teller, war alles dabei. Zwei Töpfe inklusive. Zwei Schalen, ein Sieb. Der Kessel für heißes Wasser zu machen, für zum Kaffee zu kochen. Kaffeebecher, wir mögen die nicht so gerne. Da nehmen wir die Tassen. Aber kann man dann selber entscheiden. Aber auch Trinkbecher sind auch dabei. Das sind jetzt zwei Joghurtbecher. Man weiß ja nie, ob man sie braucht. Deswegen haben wir die auch nicht weggeschmissen. Der Deckel von der Kaffeekanne. Nochmal eine Box. Eine Pfanne ist inklusive. Zwei Bretter. Untersetzer. Deckel für die Töpfe. Und Küchenhilfe. Und jetzt haben wir noch das Mehl hier drin gelagert. Das ist was in unserer Wunderkiste ist. Hier haben wir unsere Küchenkiste. Hier haben wir alle Lebensmittel, die nicht gekühlt werden müssen, drin. Damit man sie alle griffbereit hat. Die habe ich mit einem Spanngurt festgemacht, damit sie uns während der Fahrt halt auch nicht verrutscht. Das hat sehr gut geklappt. Bin ich sehr zufrieden mit. Kann ich nur empfehlen. Hier haben wir unsere Stromversorgung. Hier haben wir zwei normale Steckdosen. Die funktionieren aber nur, wenn wir draußen Strom angeschlossen haben am Campingplatz. Da können wir unsere Handys laden. Hier haben wir noch einen Inverter. Den Inverter können wir nur benutzen während der Fahrt. Da haben wir dann auch eine normale Steckdose. Wir haben gedacht, dass wir das sehr häufig brauchen, haben wir aber nicht. Hier habe ich eine Wäscheleine mit integrierten Klammern. Die habe ich von zu Hause mitgebracht und dachte, wenn wir schönes Wetter haben, kannst du draußen Wäsche trocknen. Haben wir nicht einmal gemacht. Wir trocknen gerade draußen auf einer Wäscheleine Wäsche. Aber sonst haben wir da nie die Möglichkeit zu gehabt. Aber als Organizer ist es sehr günstig. Wir haben die mit Haken festgehakt und haben dann alles Wichtige hier dran gehangen. Das ist ein T-Shirt, was lüftet. Sonst ist das Handtuch, was trocknet. Der Badeanzug, wenn wir im Hotpot waren. Küchenhandtuch zum Abtrocknen der Hände. Abtrocknender Spüllappen. Aber auch die Küchenrolle und das Toilettenpapier hängt da. Küchenrolle und Toilettenpapier haben wir mit Wäscheklammern fixiert. Sonst haben wir auf der Gravelroad alles auf der Erde liegen. Die rollt sich ganz von alleine ab. Zum Glück hat es gut funktioniert und es ist uns nicht einmal passiert. Hier haben wir auch eine Wäscheleine hängen. Die war beim Camper mit dabei und eigentlich wahrscheinlich für draußen gedacht. Aber hier hängt immer Christians Handtuch, die Badehose und wenn wir ansonsten noch irgendwas zum Aufhängen haben. Das ist total praktisch. Und, an dem Haken haben wir immer unsere Jacken hängen. Da kommt man auch von draußen schnell dran. Wenn wir einen Stop gemacht haben, braucht man eine Tür aufmachen, Jacke aus, anziehen und los geht's. Neben den zwei Lampen hier. Drei Lampen haben wir hier, wo wir aber maximal eine immer benutzt haben. Dadurch, dass es Sommer ist, ist es so hell, man braucht eigentlich gar kein Licht. Gibt es noch was ganz, ganz Wichtiges. Das Wichtige ist rund und ist im Fußbereich. Dieses unscheinbare Loch ist ein Zeichen für Standheizung. Ich liebe diese Standheizung. Wenn mir kalt ist, kann ich sie anmachen.
Wir haben sie auch bis auf 2 Nächte immer gebraucht. Hier ist der Schalter, mit dem ich die Standheizung bedienen kann. Ich kann sie über die Rückenlehne während eines Stops bedienen, aber auch wenn wir das als Bett gebaut haben, da hier das Kopfteil des Bettes ist. Hier haben wir noch das Bettzeug liegen, weil wir ja noch kein Bett gebaut haben, wir wollen noch nicht schlafen. Hier unten haben wir noch 2 Stühle, das Stromkabel liegt normalerweise da und hierbei sind auch Abdeckungen für die Fenster, wir benutzen die aber nicht. Hier ist eine unserer Bananenkiste, das ist unsere allgemeine Kiste. Da sind die Computer drin und sowas halt, damit das nicht lose rumfliegt. Und hier hinten ist auch noch Platz für unsere Taschen. Dadurch, dass die aufklappbar sind, sind die aber nicht geeignet, um gut an seine Sachen zu kommen. Deswegen haben wir uns die Bananenkisten organisiert. Aber die zeige ich euch gleich vorne. Jedes Ding hat seinen Platz. So auch diese Bananenkartons. Eine Kiste sind Sachen von mir drin, eine Kiste sind Sachen von Christian drin. Die stehen immer an der gleichen Stelle. Und hier ist noch die Kameratasche von Christian, sowie mein Rucksack. Ebenso stehen auch immer meine Wanderschuhe hier vorne, weil ich im Camper eigentlich nur mit Flipflops laufe. Ja, das ist schon fast, was man hier vorne zu sagen kann. Diese Kisten, unsere Kleiderschränke, müssen halt jedes Mal während der Fahrt hinten hingeräumt werden. Die kommen unter das Bettzeug. Und wenn wir aber nachher das Bett machen, deswegen müssen wir vorne, wenn wir dann abends ankommen, stellen wir sie im Auto direkt nach vorne automatisch, weil dann ist das nachher ganz schnell das Bett gemacht. Das war's dann auch schon.